Und am Rednerpult Jakob Schwarz von den Grünen. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, Herr Fuchs, ich glaube, auch Sie haben mitbekommen, dass die hohen Preise für die Energieimporte zum großen Teil für diese Inflation verantwortlich sind und dass eben schon ein halbes Jahr, bevor die erste Sanktion verhängt worden ist, die Preise für diese Importe gestiegen sind, weil Putin das Gas verknappt hat. Und ich möchte zum Brat zurückkommen und mich zuerst einmal bei der Frau Präsidentin bedanken und bei ihrem Haus für die Arbeit dazu und auch die übersichtlichen Zusammenfassungen. Offensichtlich ist, dass die Bewältigung, es haben ja schon mehrere Redner vor mir gesagt, der Corona-Krise, der Teuerungskrise und auch der Klimakrise auch entsprechende Herausforderungen für das Bundesbudget mit sich bringen und entsprechend fällt das Minus im Nettoergebnis auch noch entsprechend kräftig aus, auch wenn es im Vergleich zu den Vorjahren bereits schrumpft. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, es wäre uns teurer gekommen, hätten wir nicht Arbeitnehmerinnen und Unternehmer in der Corona-Krise unterstützt, hätten wir nicht die Effekte der Teuerung in dem Ausmaß abgefedert, in dem wir das haben, und hätten wir nicht nach Jahrzehnten des Stillstands in der Klimakrise in diesem Maße dagegen angekämpft und in dieser Dimension, wie wir das in den letzten Jahren verfolgt haben. Und auf die Ausgaben im Zusammenhang mit der Teuerung möchte ich jetzt nochmal näher eingehen, weil es ja einen Misstrauensantrag der SPÖ gibt und auch aufgrund der Aussagen des Parteivorsitzenden des neuen, kürzlich, ich glaube am Montag war es. Die Bewältigung der Effekte der Teuerung hat uns, und das steht schwarz auf weiß, im Bundesrechnungsabschluss 4,3 Milliarden Euro auf der Ausgabenseite gekostet. Das heißt, wir haben immer noch die steuerlichen Maßnahmen, die da dazukommen. Und jetzt könnte man sagen, Geld ausgeben kann ja jeder. Die Frage ist, ob es was hilft. Und da haben wir Studien vom Momentum-Institut, Arbeiterkammer nahe und finanziert, aber auch vom Budgetdienst dieses Hauses und vielen anderen Wirtschaftsforschungsinstituten, die zeigen für das Jahr 2022, wo dieser Bundesrechnungsabschluss eben die 4,3 Milliarden an Ausgaben vorsieht, sind die Effekte der Teuerung für die Menschen mit geringen Einkommen mehr als kompensiert worden. Das heißt, die Antiteuerungspolitik war in diesem Fall, hat sie nicht nur stattgefunden, sondern war auch erfolgreich. Und da kann man sagen, okay, es war nicht genug oder was auch immer, aber uns vorzuwerfen, dass es unterlassen wurde, Hilfe zu leisten, ist doch, es ist ein Straftatbestand, ist doch ein bisschen ein hartes Stück und nachweislich, wie man das sieht, schwarz auf weiß, die Unwahrheit. Und das zieht sich ein bisschen wie der rote Faden durch diese Antiteuerungspolitik der SPÖ, nämlich dass Sie die Unwahrheit sagen. Sie haben schon mal behauptet, die Regierung senke keinen einzigen Preis. Nachweislich die Unwahrheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie nicht mitbekommen haben, dass es eine Strompreisbremse gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie nicht mitbekommen haben, dass der Bund die Gebührenerhöhungen gestoppt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie nicht mitbekommen, dass wir heute eine Gebührenbremse für Gebühren bei den Gemeinden beschließen werden. Ich hoffe, Sie kommen zurück zu einem konstruktiveren Kurs. Das wäre jetzt die Chance gewesen mit dem Wechsel im Parteivorsitz, weil, wie schon Vorredner gesagt haben, das zahlt in erster Linie beim Herrn Kickl ein und ich glaube nicht, dass das in unserem Interesse ist. Letzter Punkt. Ich glaube, es war sehr gut, dass wir trotz der Stimmen und gegen die Stimmen der SPÖ einige Maßnahmen auf den Weg gebracht haben, auch Maßnahmen, die Sie eigentlich gefordert haben und dann dagegen gestimmt haben, wie beispielsweise das Paket gegen Kinderarmut oder die Mietpreisbremse. Und das zeigt eben, dass der Budgetdienst zeigt jetzt in dieser Analyse eben, dass wir bis 2024 erwarten können, dass für die untersten oder die Menschen mit den geringsten Einkommen die Kaufkraft um 6,6% steigen wird bis 2024. Das heißt, die Regierung unterlässt da nicht irgendwas, sondern die Regierung ist voll am Arbeiten, um diese Effekte der Teuerung abzufedern und keinesfalls untätig. Vielen Dank. Am Wort ist nun. Bis 2024 werde die Kaufkraft um 6,6% steigen, sagt Jakob Schwarz von den Grünen. Die Regierung sei also voll am Arbeiten gegen die Teuerung.